Ja, Mahlzeit, Messerfreunde, herzlich willkommen zum kurzen Video. Das muss ich natürlich heute kurz auf Filmmaterial bannen, denn so eine Möglichkeit kriege ich wahrscheinlich nie wieder. Ein Microtech SOCOM Alpha Zombie Tech Single Edge Black G10 Fixed Blade 113-1Z. Puh, Standard. Schauen wir mal da rein in dieses coole Teil. Oh, da haben wir das Messer. Da ist noch ein bisschen Paperwork. Ja, das sparen wir uns mal. Die haben ja immer sehr, sehr cooles Kydex-Material, so im Carbon-Look. Fetter Techlock hinten dran. Und selbst hier haben sie die coolen Schrauben verwendet. So, aber das ist jetzt auch mal sekundär, sondern. Wir schauen uns kurz dieses coole Zombie-Knife an. M93 in Zombie-Green mit ja so Blutspritzer drauf und das Biohazard-Logo. Ne? Holy shit. Ist ja mal genau mein Geschmack. Schwarzes G10 auf Zombie-Green mit Blutspritzer. Das ist natürlich das Sammlerteil. Natürlich super cool für einen Sammler von Microtech oder allgemein Zombie Blades oder sowas. Ne? Fast 14 cm lange Klinge. Gesamtlänge fast 27 cm, Klingenstärke 4 mm. Gewicht ein Viertel Kilo. Ah, ein bisschen weniger. 230 Gramm. Cool. Jo. Scharf, aber ist natürlich recht stark hinter der Schneide. Aber ich denke, mit dieser schönen Beschichtung wird da wahrscheinlich keiner damit betonen gehen. Ich denke, das wird ein reines Sammlerstück bleiben. Ist schon verkauft. Dem Käufer an der Stelle natürlich schon mal einen herzlichen Glückwunsch zu diesem coolen Stück. Aber wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, das schöne Teil hier einmal auf Video zu bannen. Macht sich dann halt nicht in der Messersammlung, sondern in der Videosammlung ganz cool. Coole Handlage, muss man sagen. Hier, Finger liegt hier sauber drin in diesen Mulden. Ne? Hier schön auf der Daumenramme, Finger noch hier so drin in den, auf den Schrauben, hier auf die Rampe. Also, ich würde mal sagen, da können die Zombies kommen, oder? Cool. Oh, stark. Die Kydex ist natürlich auch à la feinste Sahne, ja. Rastet Bombe ein. Na, da wackelt auch nichts. Das ist schon Profiarbeit. Cool. Ja, wollen wir nicht so lang werden lassen. Wir müssen noch einige coole Sachen anschauen. Aber das war mir jetzt wichtig. Sage ich an der Stelle schon mal. Danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Wir sehen uns gleich zum nächsten Video. Bye bye.